70.000 Impfungen pro Woche in den Impfzentren in NRW soll es geben. Also wenn es erstmal losgeht, dann auch mit Vollgas. Das ist zumindest der Plan, der neue Plan. Denn eigentlich sollten die Impfzentren ja schon kommenden Montag öffnen. Weil noch der Impfstoff fehlt, geht es erst eine Woche später los, ab dem 8. Februar. Grundsätzlich steht aber sonst alles bereit und deshalb gucken wir uns mal an, was da auf uns zukommt. Lokalzeitreporterin Nicole Werner war in einem der größten Impfzentren in NRW, nämlich hier in Recklinghausen. Und sie hat sich Schritt für Schritt die Stationen zeigen lassen. Das sieht hier aus wie in einer großen Zeltstadt in Recklinghausen. Und wenn ich irgendwann mal meinen persönlichen Impftermin bekomme, dann ist das hier mein Impfzentrum. Und ich bin schon so oft hier vorbeigefahren und habe mich gefragt, was passiert hier eigentlich? Wie sieht das aus? Und durch welche Station laufe ich hier? Das ist die Anmeldung. Da gebe ich meine Unterlagen ab, wie zum Beispiel meinen Personalausweis. Und dann habe ich schon den ersten Tipp bekommen. Da bekommt man dann diese Bögen, die man ausfüllen muss und sich vor allen Dingen gut durchlesen muss. Die sind ganz schön eng beschrieben. Die kann man sich aber auch im Vorfeld runterladen, und zwar beim RKI oder beim Kreis Recklinghausen ausfüllen. Und dann macht man die Unterschrift aber hier in Anwesenheit des Arztes. Hier an dieser Station bekommt man noch mal Hilfe beim Ausfüllen. Da sitzen Mitarbeiter des Kreises Recklinghausen und die können die eine oder andere Frage schon mal klären. Jörg Ellerbrock ist einer der ärztlichen Leiter hier im Impfzentrum in Recklinghausen. Herr Ellerbrock, jetzt hat sich die Impfung verschoben, die Termine, auf den 8. Februar. Sie sind aber schon startklar eigentlich. Wie fühlt sich das für Sie an? Ja, das war insofern sehr gut, dass sich das verschoben hat bis zum 8. Februar, weil wir die ganzen Abläufe noch einmal gut klären konnten und wir genügend Zeit hatten, dass es jetzt, wenn es losgeht, optimal losgehen kann. Es gab ganz viele Testläufe hier. Die über 80-Jährigen sind jetzt als erstes dran. Das wird vielleicht ja auch nicht ganz so einfach, weil die nicht so mobil sind. Befürchten Sie da Schwierigkeiten? Ja, da befürchte ich schon Schwierigkeiten, aber das ist alles leicht lösbar. Die 80-Jährigen oder über 80-Jährigen sollen mit einer Begleitperson kommen. Und wir haben genügend Hilfspersonal, die auch dieser Begleitperson und dem zu Impfenden zur Seite stehen, dass wir schnell und zügig durch das Impfzentrum kommen. Sitzplätze, sehen wir, gibt es auch mehr als genug. Und in der nächsten Station wird es ernst, da kommt das ärztliche Gespräch. Hier in der Impfaufklärung sitzen am Anfang erst mal 7 Ärzte. Das werden dann im Laufe der Zeit immer mehr. Und das ist die wohl wichtigste Station für die Menschen, die viele Fragen haben. Einer der Ärzte, das ist Dr. Hermann Geldmann, der diese Beratungsgespräche durchführt. Herr Geldmann, mich würde ja interessieren, wenn ich jetzt hier sitze, was fragen Sie mich denn dann? Ich schaue mir als erstes mal Ihre Unterlagen an, ob alle Kreuze an der richtigen Stelle sind. Prima, gehen wir schon mal rüber, gucken wir mal. Frage ich Sie natürlich, haben Sie diesen großen Bogen gelesen und verstanden? Und haben Sie Fragen dazu? Und dafür sind wir jetzt hier, um ganz in Ruhe das Aufklärungsgespräch zu machen, damit Sie hinterher entscheiden können, ich lasse mich impfen oder ich will dann doch vielleicht nicht. Mhm. Wie viel Zeit haben wir für so ein Gespräch? Das kommt drauf an. Wir haben im Durchschnitt nicht so lange, aber es wird viele Menschen geben, die sagen, ich habe alles durchgelesen, ich will die Impfung haben, lassen Sie mich in Ruhe, ich will weitermachen. Das kann man auch ankreuzen, ich verzichte auf das Gespräch, dann geht es schnell. Insofern ist es eigentlich nicht begrenzt. Und befürchten Sie oder erwarten Sie, dass es viele Menschen mit Sorgen geben wird? Es wird Menschen mit Sorgen geben, aber ich denke, viele werden sich auch im Internet schon den Bogen, das ist der wichtigste, runtergeladen haben. Und wer dann hier hinkommt, der wird sich vermutlich auch impfen lassen, es sei denn, es fällt ihm noch eine Frage draußen ein, die wir dann noch besprechen müssen. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zum Impfen. Das hier, das ist die Impfstraße und hier können am Anfang 84 Menschen in einer Stunde gleichzeitig geimpft werden. Die Kapazität, die wird dann natürlich auch noch hochgefahren. Naja, und wie man sieht, es ist alles vorbereitet, alles ist da, wir wären bereit, aber der Impfstoff ist halt noch nicht da. Herr Dr. Geldmann, es gibt Menschen, die machen sich Gedanken, dass genau hier an dieser Stelle was passieren könnte, nämlich zum Beispiel eine allergische Reaktion. Was passiert dann? Zunächst gibt es hier einen kleinen Pieks, wenn Ihnen schlecht wird, wenn irgendwelche Symptome auftreten, die gefährlich sein könnten, ist alles vorbereitet. Medikamente, Rettungssanitäter sind da, Ärzte sind da. Wir können sofort eingreifen und es gibt ein Standardregime dafür. Da wird also nichts passieren. So, und im besten Fall ist man dann hier so gut wie fertig. Lieben Dank erstmal für das Gespräch. Dann sollte man sich noch eine halbe Stunde etwa hier aufhalten, ob alles in Ordnung ist. An 7 Tagen in der Woche wird hier in Recklinghausen geimpft werden. Und den zweiten Termin, den hat man dann schon hier in der Mappe.